Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens haben wir diese zwei Oss. Eine Spur. Vielleicht findet mein Fokus etwas. Ja, ich weiß ja nicht, was hier gerade im Fokus stehen sollte, aber ich glaube, das ist das große runde Ding da hinten. Ja, letztens haben wir diese zwei Osseram-Krieger, Jäger, was auch immer, hier quasi verscheucht und uns quasi dieses schöne Ding hier unter den Nagel gerissen. Was das genau ist? Ja. Gute Frage. Unbekanntes Artefakt. Katastrophale Fehlfunktion. Hochentwickelter Prozessor, schwer beschädigt. Beschädigte Codefragment entdeckt. Etwa 20 Jahre. Sei doch still! Ich lese! Ich muss ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Okay, beschädigtes Codefragment entdeckt. Etwa 20 Jahre alt. Katastrophale Fehlfunktion. Signal des Signal bis Reaktion. Okay, wir müssen zurück. Wenn das. Wenn die ganzen Maschinen da unten dann jetzt auf einmal verrückt spielen, dann haben wir da unten ein leichtes Problem. Alter, ist das Dorf so weit unten? Sind wir so hoch? Schön. Am wenigsten gibt es die Funktion davon mit den Abseilen. Was ist das hier genau? Oh, warte mal, dann wenn wir. Ich was anderes rauswerfen. Worum geht's? Schockfalle, ach komm. Ach, mir nur wieder Schockfalle. Geht's hier denn noch weiter oder ist hier schon Sackgasse? Denn wenn wir hier schon oben sind, können wir uns auch komplett umsehen, oder? Ich meine, ich will nichts übersehen, wenn es hier irgendwie ein Geheimnis oder irgendwie so ein kleines Feature gibt, das wir sonst nicht entdecken. Würde ich ungern auslassen. So eine versteckte Kiste hier in dem Baum. Schade. So? Nee, okay. Das sieht ja doch alles so versteckt aus, als würde es hier was geben. Aber nein. Anscheinend wird unsere Entdeckerlust nicht belohnt. Aber gleich bestraft wahrscheinlich. Was mache ich hier eigentlich? Ich gehe da mal wieder, ne? schön. Ich liebe diese Landschaft. Ich mag das Verschneite sehr bei Horizon. Auch diese Schneeeffekte mit den Schatten und so, das kommt richtig gut zur Geltung. Ich finde, das Spiel macht mit dem Schnee alles richtig. So. Geht's denn da unten euch noch gut? Oder muss ich schon wieder einschreiten und den Tag retten? Nee. Noch schön alles ruhig zu sein. Okay. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Nein. Der Angriff hat schon begonnen. Was? Ach du Scheiße. Boah, ich dachte schon. Okay, scheiße. Die Maschinen sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Yeah. Nee. Verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Warte mal. Der hat Waffen. Hä? Ja. Hey, das war ein fucking Zersprengerpfeil. Ja, okay. Wieso hat der Zersprengerpfeil nicht den gewünschten Schaden gemacht? Ich versteh's nicht. Wo denn der Verwüster? Das ist wahrscheinlich unser Hauptgegner. Da unten ist schon alles tot, oder? Jetzt kommt mein Lied, Maschine. Und was für eins. Ich versuche mal so viele Waffen von dem wie möglich runterzuhauen. Oh shit. Oh shit. Oh, fuck you. Geh weg. Hey, Leute. So. Sollte er ziemlich nackt sein. Alter, ich kann mich hier nicht bewegen. Aloy! Wir jagen wieder. Ja, natürlich jagen wir. Ich hoffe, ihr habt das nicht zu sehr verlernt. Na komm doch. Verfehlt. Shit. Ja, greif mich an. Ja, greif mich an. Wie willig klang das? Was ist das denn? Ach ja, ich habe jetzt eine Knarre runtergehauen. Verwüsterkanone. Ach du Scheiße, nein! Ach du Scheiße! Ich brauche eine Heilung. Ball das dir rein. Drauf, Leute! Maschine. Und was für eins. Wer will noch Stress? Soll ein Kampf gewesen sein? Bin ich ganz deiner Meinung, das soll ein Kampf gewesen sein? Halt, ich will ihm noch was umballern mit meiner Knarre. Was ist denn los? Das muss ich noch ertragen. Ach, der ist nicht frei? Was ist da denn? Das ist auch noch eine Maschine. Achso, das ist mein Reittier, glaube ich, in Klammern. Leute, aber ich habe noch Munition.
Eine weitere Kerbe an meinem Griff. So. Das muss jetzt einfach sein. Ja, Leute, ich bin gerne im Fotomodus. Die Tageszeit stellen wir mal schnell um. Für Schatteneffekte, Leute. Oder Nacht wäre auch geil. Leute, das muss jetzt sein. Lasst mir kurz die Freude. Ich spiele gerne. Oh ja. Ja, ja, okay. Nee. Ich will so Schatten von vorne haben. Ja, so ist, ja, es wird schon besser. Ich glaube, wir scrollen eher Richtung Morgen, denn da kommen die Schatten von vorne. Ah, da sind wir schon knapp vorbei. Wisst ihr noch, dass wir nicht komplett im Schatten sind? Ah, der blöde Baum. Der stört mich so ein bisschen. Gehen wir hier noch ein bisschen weiter. Okay, das ist dann zu weit. Oh Gott! Leute, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ihr könnt gerne ein bisschen vorspulen. Aber das ist mir jetzt gerade wichtig. Das sieht aber auch geil aus. Das sieht aber auch geil aus. Leute, ich will die Sonne von da hinten. Ich glaube, dafür muss sie untergehen, oder? Ich will ja auch mal zeigen, was mit dem Fotomodus so möglich ist. Weil das finde ich einfach so geil in solchen Spielen. Okay, wir sind ein bisschen zu weit. Wo kommt denn die Sonne eigentlich raus? Wo geht die Sonne unter? Das würde ich gerne wissen, bevor ich hier irgendwas ausrichte. Ich habe echt schon bessere Locations gefunden für sowas. Deutlich bessere Locations. Ne, das bringt hier irgendwie sau wenig. Ich kriege die Sonne nicht richtig reingeflärt. Okay, machen wir einfach so. Mit dem roten Himmel im Hintergrund ist auch ganz geil. Ja, okay, das kann man machen. So ein bisschen rangeschwenkt. Ada ist schon im Fokus, die Waffe auch. Was habe ich jetzt gemacht? Nee. Was habe ich aufs Jetzt gestellt? Ach so. Nee, will ich nicht. Ich will den schönen Himmel wieder haben. Sehr schön. So, Ada schön im Fokus. Wie blende ich denn das Hub aus? So. Okay. Screenshot. So, Leute, dann wart ihr mal live dabei, wie man ein Thumbnail für die Folge macht. So, das war's jetzt aber auch. Braucht ihr auch nicht zu viel im Fotomodus rumhocken. Nice, war geil. So, dann habt ihr das auch mal gesehen, Leute. So macht man Thumbnails in Horizon. Für die, die es interessiert. Schreibt Hashtag LW in die Kommentare, wenn euch das nicht interessiert. Mit wem muss ich jetzt talken? Ich rieche ihren Gestank bis hierhin. Ja, das bin ich. Noah, hast du diese Veränderung kommen sehen? Ja. Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir... Das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Da ist nichts, Idiot. Okay. Alles klar. Drei... Was? Das sind, immer, das sind 3.500 Schritte. Nee, akzeptiere ich nicht. Hört auf. Wo müssen wir da denn hin? Wir müssen zurück nach Meridian. Nee, das laufe ich nicht. Nee, das laufe ich nicht. Nee. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das laufe ich nicht. So, hier, Lagerfeuer. Schnell reisen. Ich laufe doch jetzt nicht nach Meridian. Nee. Das wäre auch ein bisschen langweilig für euch, oder? Wenn ihr übrigens sehen wollt, dass ich mehr ein bisschen durch die Gegend laufe und mehr auch ein paar Ruinen oder so vorstellen, kann ich mir alles mal gerne mal in die Comics schreiben. Aber ich denke mir einfach, dass einfach die Story einfach das Wichtigste an dem Spiel ist, dass wir das am besten quasi mit ins Let's Play einbeziehen sollten. Und dass das alles erforschen von Ruinen, dass wir das so ein bisschen so nebenbei machen, aber nicht wirklich 5 Folgen durchgehen, einfach mal durch die Lande marschieren. Was wir hier gemacht hätten, wären wir die 3500 Kilometer gegangen. Ach, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin.
werden auf jeden Fall das Spiel so durchspielen, dass man sagen kann, wir haben alles gemacht, was in dem Spiel möglich ist und alles freigeschaltet. Das ist einfach mein Stil. Oh. Schattenkriegsbogen lacht mich gerade an. Der Schattenkriegsbogen kann den Kampf durch Einfrieren, Betäuben oder Verderben des Gegners. Bla bla bla. Ja, mach die Schrift weg, dass ich es nicht mehr lesen kann. Finde Brutstätten und überbrücke die Kerne, um zu lernen, wie man viele verschiedene Arten von Maschinen überbrückt. Ja, das wissen wir ja schon. Da müssen wir uns auch mal wieder annehmen. Ich glaube, es gibt noch zwei andere oder drei andere. Ich weiß ja nicht, wie viele es insgesamt gibt. Ich glaube, vier Stück, wenn ich mich ganz irre. Weil da kann ich mich natürlich auch irren. Verbessert mich da gern. Schalte die Kräuterkammerfertigkeit fair, um die Kapazität deines Medizinbeutels zu verdoppeln. Haben wir das nicht schon? Dies ermöglicht es dir, doppelt so viele Heilpflanzen zu sammeln, damit du länger überleben kannst, denke ich mir mal. Okay, nice. Da sind wir. Deutsch, wir holen uns jetzt die RP ab, oder wie? Ich hasse diese Stadt. Ich weiß noch immer nicht, wie man in diesen inneren Ring kommt, wo die eine Quest noch ist. Ich habe da immer noch keinen Schimmer. Die Stadt ist mir ein bisschen subtil. Obwohl sie sehr schön ist. Besonders die Charaktere jetzt sind die schönsten. Der Ehrend, unser kleiner Schnucki. No homo. Ja gut, okay. Ich verlaufe mich hier immer wieder. Hier sind wir, ne? Ja, sehr schön. Geht's hier in den inneren Ring, wenn ich hier oben lang gehe? Ich glaube, hier komme ich in den inneren Ring, wenn ich hier oben lang gehe. Okay, dann können wir uns nachher vielleicht sogar die Nebenquest noch schnell holen. Kräftige Abenteurer! Kurz Fremde! Du wirkst, als ob... Hey! Warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Ja, ich habe deinen Drecksjob gemacht. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen. Es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig. Es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Belohnungskiste, ja geil. Da wurde Elo leicht wild gerade. EP, nice. Außergewöhnliche Belohnungskiste, da werden wir uns natürlich schnell gönnen. Inventar. Schatzkiste. Stein, wow. Lanzenhornhorn, Sprengfalle, Werkzeug. Ja, okay. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Nee, die Scheitersonne will ich nicht. Ich will erstmal die Nebenquest da holen. Denn anscheinend kommen wir so in den inneren Ring. Leider bist ein Karcher, aber da unten war auch ein Banu. Hier komme ich doch in den inneren Ring. Sehr schön. Was ist das hier? Entschuldigung, ich musste da jetzt zuhören. Warum lässt er seinem König das zu? Er sollte seinen Bruder Itaman umbringen wie seinen Vater. Dann wäre die Sache erledigt. Wie schön. Also ich stehe ja nicht so auf Kirchengesänge oder so, aber dieses Mystische, das finde ich einfach schön. Du hast den Angriff auf die Stadt vereitelt. Die Sonne ehrt mich mit unserem Treffen. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja. Ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält,
Fesseln mich meine Gewänder. Okay, alles klar. Was war das gerade für eine Ansprache? Ich weiß ja viele von über die roten Raubtiere, da habe ich schon ein bisschen was mitbekommen, aber das wirft immer noch Schatten in die Gegenwart? Das hätte ich nicht gedacht. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osserer, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Okay, aber was sind das genau für Rituale? Das interessiert mich jetzt. Na Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh, das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Oh ja, oh ja. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern, wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Wenigstens zeigen sie Reue. Das ist ja schon mal ein mega guter Anfang. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Puh. Scheint eine ziemlich interessante Nebenquest zu sein. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Oh ja, bin ich auch. Ihre Erinnerung zu ehren ehrt uns alle. Alles klar, ehre den Gefallenen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall sofort. Ja, genau das. Stufe 16. Blut und Stein. Ah, nee. Okay. Sonnensteig. Seeschrein. Königsschrein. Wo ist denn der ganze Schlüssel? Oh. Gehen wir zuerst hier hin. Gehen wir zuerst hier hin, ne? Okay, alles klar. Jetzt sind wir echt schon, wie man in den inneren Ring kommt. Oh, das ist einfach so mystisch, das ist schön. Wir gehen hier lang. Jetzt hört doch auf mit eurem Bezahlen, eurem Ewigen. Ich weiß, es ist Hass zwischen diesen Leuten, zwischen den Völkern, aber... Pille, badass. Aber ihr könntet nicht die Vergangenheit ruhen lassen. Ich weiß ja immer noch nicht, wie lange das mit den roten Raubzügen her ist. Ich meine, viele Leute, die hier leben, die nicht mal alt sind, haben das miterlebt. Zum Beispiel Erend und Ursa. Das wird also nicht mal 10 Jahre her sein. Ich denke, das ist vielleicht 3 oder 4 Jahre her. Mehr ganz sicher nicht. Wo komme ich denn schon wieder hier raus? Ich habe mich schon wieder verirrt hier. Leute, lasst mich mal durch hier. Ich bin in Eile. Was
Was sehen meine müden Augen da? Bin ich da? Nee, komm, lass mich in Ruhe, du Verrückte. Kann ich runter? Nein. Was ist das denn? Wie kultiviert sieht das denn aus? Das passt hier gar nicht rein. Sieht aus wie so eine moderne, kultivierte Landschaft. Das passt hier ja gar nicht rein. Was heißt drum? Komm ich da irgendwie rüber? Da ist eine Brücke. Dann wollen wir die auch nutzen, wenn es hier schon eine Brücke gibt. Wie komme ich denn zu der Brücke, hä? Ich habe da doch eine Brücke gesehen. Ach, das ist keine Brücke. Alles klar. Okay. Dann gehen wir zur richtigen Brücke. Ich dachte, ich hätte da eine Brücke gesehen. Nee, das ist eine Brücke. Aber wie komme ich denn zu der Brücke rüber? Hä? Ich kenne mich nicht aus in der Stadt, Leute. Diese Stadt verwirrt so extrem. Komm ich denn da rein, oder? Nee, das ist die Quest, ne? Okay. Wie komme ich denn zu dieser ominösen Brücke? Niemals träumen lassen. Hier, ne? Aber es ist anständiger. Ah, nee, das ist der Weg zum. Warte mal, das ist der Weg zum. Nee, das ist der richtige Weg. Nice, okay, wir haben es doch gefunden. Nice! Kann ich dir schon Reittier rufen? Ja, könnte ich. Nee, kann ich noch nicht, okay. Königsschrein. Ist das, was ist das für ein Teil der Prüfung oder der Mission? Keine Ahnung. Ich sage mal nicht, dass das so eine mega Herausforderung sein wird. Ich meine, es ist für Level 16. Was sind wir? Level 30? Welches Level sind wir eigentlich? Das wäre gut zu wissen. 22, okay. Alles klar. Level 30, Rayon. Was ist denn überhaupt los? Ja, hi, stampft mal ordentlich. Ist richtig. Meridian. Hui! Hui! Sind da nicht Büsche, da wo ich mich ducken kann? Nein, die zählen nicht als Büsche. Alles klar. Ich finde sie schon deutlich schöner. Boah, das ist die Oase hier von Meridian. Worüber Meridian quasi errichtet wurde. Das muss der Königsschrein sein, von dem Naman gesprochen hat. Hi. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Was? Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Oft einiges. Genug. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Das kriegen wir hin. Wenn dich den letzten Gedanken an deinen Geliebten schon noch denken lassen. Wie siehst du denn aus? Alter, wie schwer die Maske einfach sein muss. Hi. Kehre um, Kind. Nein. Der beständige Jahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Der Sonnenkönig ist falsch? Was soll das jetzt genau bedeuten? Ich dachte, Awards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Awad nicht gewesen wäre?
Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Also Religion hin oder her, aber ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand benutzen, das ist doch selbstverständlich, oder? Ich meine, das muss man doch erkennen, dass es einfach falsch ist. Egal, was einem die Religion oder so sagt. Ich glaube, auch heutzutage in unserer Welt, in unserer Dimension, wie es mal nennen, in unserer Zeitlinie, läuft auch ziemlich viel falsch, was Religion angeht, aber Leute, benutzt euer Hirn. Lasst euch nicht von der Kacke blenden. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Das ist blindes Gehorsam und das ist einfach nur dumm. Benutzt euren Kopf, verdammt. Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Ja, das ist mein Wille gerade, ja? Ja? Ich verabscheue dich gerade, und zwar zutiefst. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Oh ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf genug klicken, wird das einiges triggern hier in dem Tempel. Ich weiß nicht genau was, aber das werden wir wahrscheinlich mal in der nächsten Folge entdecken. Boah, bin ich gemein. Cliffhanger des Todes, Leute. Freut euch auf die morgige Folge. Es wird wahrscheinlich ein bisschen spannend werden. Ich weiß nicht genau, was das triggern wird. Ist es genug? Ich weiß es nicht. Aber Leute, ich würde erstmal sagen, lasst eine Bewertung da und schreibt mir ein liebes Kommi. Oder auch gerne mal Kritik in die Kommentare. Solange es konstruktive Kritik ist, wird es auch gern willkommen sein. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.